Hey Maker und Makerinnen, was geht? Mein Name ist Benny und heute gibt es ein neues Projekt unsererseits, MakerWorld, in dem wir euch zeigen, was in der Welt von heute und morgen vor sich geht. Fangen wir also an. Angefangen bei uns erstmal ein Riesendank für eure Unterstützung auf all unseren Social Media Plattformen und insbesondere hier auf YouTube. Mit über 267 Abonnenten und 100 Videos haben wir hier ein verdammt cooles Projekt auf die Beine gestellt. Leider können wir aus Zeitmanagement-Gründen nur noch alle 2 Wochen für euch ein Video produzieren, aber keine Sorge, es kommt auf jeden Fall mehr Content. Das Ding ist, wir sind jetzt wieder für euch live vor Ort, genau jeden Mittwoch hier im WinLab. Kommt also gerne mit euren Ideen und Projekten vorbei und setzt diese hier um. Die Links stehen wie immer unten in der Beschreibung. Aber genug von uns, weiter geht's. Der diesjährige europäische AstroPi-Wettbewerb hat letzten Monat gestartet. Und diesmal mit einem Twist. Die 2 gewinnenden Projekte werden dieses Jahr hoch zur ISS gebracht, um dort Daten auszuwerten. Mit Mission Zero richtet sich der Wettbewerb an Anfänger, welche mittels Python ein Luftfeuchtigkeitstool bauen sollen, welches 30 Sekunden an Bord der ISS Messungen ausführt. Die Mission Space Lab hingegen bietet erfahrenen MakerInnen die Möglichkeit, in 5 verschiedenen Projekten teilzunehmen. Der Einsendeschluss ist der 29. Oktober und jeder zwischen 7 bis 19 Jahren kann daran teilnehmen. Von Linux-basierten SBCs zu dem 75,4%igen Marktführer Windows. 2015 sagte Jerry Nixon, Developer bei Microsoft, Windows ist das letzte OS, deswegen werden wir weiter daran arbeiten. Dass dies nicht ganz der Wahrheit entspricht, bewiesen schon die restlichen Videos von unzähligen Tech-YouTubern. Jetzt ist es soweit, dass Microsoft die erste Aktualisierung auf Privatcomputern ausrollt. Vielleicht hat der oder die eine oder andere von euch schon mal dieses Fenster hier gesehen. Features wie ein integrierter Android App Store, besseres Snapping der Fenster innerhalb von Windows, eine überholte UI und ein generell neues Design, was sehr an iOS erinnert, sind nur ein Bruchteil der Features. Wechseln kann jeder mit supportetem Chipsatz. TPM 2.0 ist das Schlüsselwort, welche Prozessoren gehen und welche nicht. Upgraden könnt ihr entweder direkt über die Update-Funktion in Windows oder über das ISO-Update von Microsoft, wobei hier empfohlen wird zu warten, bis die Version ausgereift und auch für euch verfügbar ist. Für alle, die nicht wechseln wollen oder Bedenken haben, gilt, Windows 11 soll funktionieren wie Windows 10, nur besser und einfacher sein. Und wer trotzdem nicht wechseln möchte, ihr habt immer noch bis 2025 Support für Windows 10. Von 10 auf 11 und wieder zurück auf die 9. Am 27. September startete die Landsat 9 Rakete. Landsat 9 ist die Fortführung einer Serie von Erdobservierungsraketen, die seit fast 50 Jahren aufrechterhalten wird. 1972 startete die erste Rakete der NASA in Zusammenarbeit mit dem US Geological Survey. Durch das Projekt konnten beispielsweise das Schmelzen der Antarktis nachgewiesen werden. Aufnahmen der Satelliten zeigen hier einen riesigen Abbruch eines Eisbergs, der größer als Great London ist. Aber auch geografische Veränderungen, Wetter- und Katastrophenaufnahmen sowie die großflächige Verteilung von Phytoplankton an der Südküste Englands konnten so nachgewiesen werden. Die Aufnahmen sind unermesslich wertvoll, um den aktuellen Stand der Dinge auf unserer Erde nachzuweisen und reagieren zu können. Ready for Liftoff heißt es aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Bayern. Die Firma Lilium hat den Plan, ab 2024 Lufttaxis anzubieten. Senkrechter Start und Flugweiten bis zu 250 Kilometer würden demnach in urbanen Gebieten und dicht bebauten Plätzen auch einen großen Vorteil bieten. Allerdings wird die Form für Privatpersonen noch eine Weile dauern und richtet sich vorerst nur an Geschäftsleute und Personen, die schnell von A nach B kommen müssen. Bis jetzt zählt das Unternehmen über 700 Mitarbeiter und Partner wie Honeywell, Custom Cells und den Düsseldorf Airport neben weiteren. Auch National Geographic schrieb bereits am 23. September über die Umweltvorteile, die diese kleinen Privattaxis mit sich bringen. Dass gerade auch die Umwelt und das Klima wichtig sind, wissen ganz besondere auch Klaus Hasselmann und Tsiokuro Manabi. Die beiden legten durch ihre Forschung Grundsteine für unsere Erkenntnis über das Klima der Erde und wie wir es beeinflussen. Dafür erhielten beide den Physik-Nobelpreis dieses Jahr. Manabi wies nach, wie der Anstieg der Temperatur mit der Erhöhung des Kohlendioxidgehalts zusammenhängt. Hasselmann baut auf diese Theorien auf durch Modelle, die das Wetter mit dem Klima kombinierten und zeigen, warum trotz der chaotischen und wechselnden Wetterbedingungen Klimamodelle zuverlässig sind. Der dritte im Bunde ist Giorgio Parisi, der ebenfalls den Physik-Nobelpreis teilte mit der Erkennung von Strukturen in komplexen Systemen. Alle drei wurden mit dem Nobelpreis in Physik durch ihre Durchbrüche, Beiträge und Grundlagenaufstellung von komplexen physischen Systemen geehrt. Da bleibt uns nur zu sagen, Glückwunsch. Es muss aber nicht immer gleich die Grundlagenforschung sein. Manchmal kann auch in kleinen Schritten zum großen Ganzen beigetragen werden. Am 16.10.2021 wurde der International Repair Day ausgerufen unter dem Motto Reparieren senkt Treibhausgasemissionen. Solltet ihr also ein Gerät haben, welches ihr reparieren wollt, ist dies der perfekte Tag, um damit anzufangen. Reparaturinitiativen oder auch Unternehmen wie iFixit zeigen euch, wie ihr euer Gerät reparieren könnt und das ist gut für das Gerät, gut für euch und euren Geldbeutel und vor allem gut fürs Klima. Das war es eigentlich auch schon von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war was für euch dabei. Solltet ihr interessante Projekte haben, lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Hier kommt ihr noch zu einem persönlich für euch ausgewählten Video und das war's von uns. Euch eine entspannte Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao.